Wunderschönen guten Morgen. Wir fahren heute den Rasthof Deckendorf an. Der hat nämlich auch einen Ionity-Lader und ihr seht es da, ich komme da so mit 11% an und das sind natürlich wieder unsere berühmten 50 Kilometer Rest. Und wir checken mal ideale Ladebedingungen, was wir denn so mit maximaler Ladung, die wir da kriegen, die 200 kW, wie viel Kilometer wir da kriegen für den Urlaubstrip, nein, für den E-Cannonball oder für was auch immer. Kleiner Stau direkt vor dem Rasthof und ihr seht keinerlei Ausschilderung, dass da eine Ladestation ist, zumindest nicht an dieser Stelle. Ihr seht übrigens hier, ich bin auch schon in eine Leistungsbegrenzung reingekommen da hinten. Die hat er heute Morgen schon gehabt, wo ich noch 100 Kilometer Rest hatte. Das muss man auch berücksichtigen, leerer Akku, Leistungsbegrenzung bei Höchstgeschwindigkeit. Na, unser Navigator und Autopilot kann sogar selber abbiegen, sehe ich gerade. Wunderbar, fährt selber hier raus auf den Rasthof. Aber jetzt muss ich, glaube ich, dann mal übernehmen. Er schaltet hier eh gleich ab. In 100 Meter, genau. Hoffe nicht, dass er mir hinter dem LKW anhält. Doch, das würde er tun. Okay. Und da seht ihr das erste dezente Zeichen. Da oben, ganz oben, dass man auch geradeaus weiterfahren soll zu der Ladesäule. Und dann wird man hier in Deckendorf ein bisschen in die Irre geführt, indem man nämlich hier ein paar Schleifen fahren soll. Jetzt soll man hier nach rechts fahren, obwohl die Ladesäule eigentlich da vorne ist. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg. Vorne sind noch die alten ENBW-Säulen. Da seht ihr die. Die wollte ich natürlich nicht, sondern ich wollte die neuen Ionity. Und wie so üblich hier in der Gegend etwas zugeparkt, das Ganze. Aber hat ja immerhin zwei freigelassen hier. Der schöne Laster da aus. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Etwas ungünstig. Auch wir müssen hier rückwärts reinfahren, ja, und stehen dann entgegen der Fahrtrichtung eigentlich. 52 Kilometer Rest bedeuten 10% vom Akku. Und wir wissen, bis 45% vom Akku lädt das Auto super toll jetzt hier am Ionity. Und da probieren wir mal, wie viele Kilometer das denn dann sind. Also 50 Kilometer müssen wir dann immer abziehen am Schluss noch, weil die fahren wir ja nicht leer. Wie kriegt man eigentlich raus, welche jetzt die günstigste Ladekarte ist? Nämlich über den Plug-Checker. Nein, der Plug-Checker heißt jetzt seit neuestem ChargePrice.app. Und das geben wir hier mal ein und probieren, ob das Auto kann. Ich hoffe doch. Ja, tut. Als erstes sollte ich hier mal meine Daten eingeben. Das stimmt natürlich so nicht hier. Ich werde ja höchstens eine halbe Stunde laden und sagen wir mal höchstens 40 Kilowatt. Das ändern wir mal. Also hier mal geändert und nur Schnelllader. Und jetzt muss ich meinen Lader mal suchen. Deckendorf. Da ist er. Zack. Und dann kriege ich hoffentlich eine Info dazu. Ja, hier seht ihr sie. New Motion ist am günstigsten, wenn ich wirklich so lang lade. Und dann kommt Plug Surfing eigentlich und normalerweise einfach Stromladen viel später. Ich dachte jetzt eigentlich, ich sollte hier mit Maingau laden. Na, vielleicht ist so eine halbe Stunde ein bisschen übertrieben. Aber ich kann ja tatsächlich mal New Motion hier checken und dann guckt man später mal, ob das sich gelohnt hat. Als E-Autofahrer hat man ja sämtliche Ladekarten immer dabei. Erstmal einstecken. Authentifizieren jetzt mit New Motion und da Start drücken. Besinnungsminuten hier des Systems, dann sollte es eigentlich direkt losgehen. Funktioniert auch. Und jetzt neu ist ja, dass er mehr Ampere kann. Und da sehen wir hier drüben, wie er die hochläuft. Die Volt sind nämlich bei uns jetzt auch nicht so toll. Ist ja eine Grenzspannung von 400 Volt eigentlich in den Zellen. Die erreicht er natürlich erst, wenn er da oben viel mehr schon geladen hat. Deshalb, hier kommt es jetzt darauf an, auf wie viel Ampere läuft mir das. Und dementsprechend kriege ich hier auch meine hohe Ladeleistung. Ihr seht es da drüben, er läuft schon auf 400 Ampere, läuft auch weiter, sollte eigentlich auf fast 500 Ampere laufen. Fast, haha, 499, bleibt normalerweise immer drunter hängen. Aber hier, tatsächlich jetzt hier bei 12% haben wir ja schon State of Charge, ja, kriegt er das Maximale, nämlich die 499, er schafft nie die 500, bei jetzt bei mir Zellspannung 373 Volt, 499 Ampere und dann kommt
kommen wir hier auf die maximale Ladeleistung von 186 kW. Und das ist auch jetzt stabil. Schauen wir dann mal im Auto. Etwas weniger zeigt er hier im Auto. 181, kubloppt auch schon. Und ich setze mal das Limit. Das Minimum, was ich setzen kann, ist 50%. Und dann sehen wir nämlich, wie lange das hier nur dauern wird, bis das Auto auf 50% ist. Wir wollen ja ab bei 45 sowieso aufhören. Es wären nämlich nur 10 Minuten. Also ich muss nur 10 Minuten laden, um auf 50% hier wieder zu sein von 10%. Das ist natürlich genial. Und wir gucken gespannt darauf, wie viele Kilometer das dann sind, wie viele Kilometer wir dann da gewinnen. Das funktioniert nicht mit den 10 Minuten. Die App meldet gerade abgebrochen. Ladestopp hier. Wahrscheinlich hat die Säule irgendwie einen Schuss. Wir probieren es nochmal. Fatal, die Zuverlässigkeit hier wieder von den Ladestationen. Vor allem deshalb fatal, weil eigentlich New Motion pauschal abrechnet. Deshalb lieber hier der zweite Versuch jetzt mal mit Maingau. Schrottstecken einstecken. Man hört übrigens die Wasserkühlung hier. Und jetzt zweiter Versuch mit Maingau. Werde ich aber nochmal checken, was er mir bei New Motion dann da wieder abgerechnet hat. Also das ist das Problem von Pauschaltarifen. Ansonsten hätte ich ja noch die zweite Säule hier zum Check. Der LKW hat ja erst die dritte Säule dann zugeparkt. Ja, und dann sind meine gedanklichen 10 Minuten Laden natürlich auch plötzlich 15 oder sogar 20. Jo, es geht wieder weiter. Deshalb für euch nochmal zur Wiederholung hier das Hochlaufen des Systems. Inzwischen haben wir 21% drin, immerhin schon mal 10% geladen. Und wir laufen hoffentlich auch wieder auf unsere fast 500 Ampere. Gucken uns hier mal den Ladeverlust auch an auf der Leitung. Aber jetzt mag er uns plötzlich nicht mehr. Na komm. Ein bisschen geht auch noch was, oder? Ah, du schaffst es. Ja, schafft er. 499 erreicht und wir sind wieder bei unseren fast 190 kW, weil wir jetzt ein bisschen mehr Spannung sogar drin haben. 189 merken wir uns. Bei 23% haben wir 189 kW, 381 Volt jetzt. Na, da haben wir sie, die 190, genau, 190, da haben wir es. Check im Auto, na, er sackt schon wieder ein bisschen ab, weil er auch die Ampere zurücknimmt. Es toggelt hier, Leute, heute Morgen hier nicht exemplarisch. Ich habe gedacht, es würde ein bisschen länger noch so gehen. Kann es auch sein, dass die Säule irgendwie ein Problem hat. 183 bei 25% State of Charge. Ja, auch wir hier eine Differenz zum Auto. Das zeigt mir Nummer 173, die ankommen. Auch fatal. Die Diskrepanz habe ich nicht immer. Hier fällt sie mir jetzt heute zum ersten Mal auch bei Ionity auf. Ich dachte immer, da wäre sie eigentlich ziemlich gleich, die Anzeige. Kann aber auch sein, dass wir mit der Säule irgendwie ein Problem haben. Weil normalerweise, also in dem Bereich vom Akku, sollte er eigentlich mit voller Leistung laden können. Sind auch hier komplett aus irgendeiner Begrenzung rausgelaufen. Aber die Akkutemperatur können wir ja direkt nicht auslesen hier im Tesla. Auch hier an der Säule sieht das nicht so super toll aus. Wir sind auf 450 Ampere hier begrenzt. Was sagt ihr, ich soll die andere Säule probieren? Also gut, bei 30% stoppen wir mal und probieren mal die andere Säule. Ladeende Säule 1. Wir fahren an Säule 2. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegen den ersten Pfosten hier fahren. Ups, so. Okay. Die Säule macht noch kein Geräusch und wir bleiben natürlich bei Maingau. Authentifizierung und starten. Da sind wir wieder. 30% State of Charge und System läuft hoch. Wir sind gespannt, auf wie viel Ampere er hier kommt. Sieht doch gut aus. Kommt wieder auf Grindstrom. Ja. 400, ups, sackt aber dann jetzt auch ab. Ja, ist wohl doch, dass er hier bei den Bedingungen jetzt hier nicht mehr rauskriegt. Bisschen schade, ich habe gedacht, er würde da noch ein bisschen länger auf dem hohen Level von den fast 500 Ampere bleiben. Kriege ich hier heute nicht so richtig hin. Vielleicht doch nicht genug warm gefahren, das Auto. Ja? Also normalerweise war projektiert 10 Minuten durch die Unterbrechung natürlich jetzt was anderes. Aber ihr seht schon hier drüben, wir laufen natürlich ja hoch und ich wollte ja plus 45% haben, weil dann habe ich einen signifikanten Einbruch normalerweise in der Ladekurve, aber die hier ist auch nicht super stabil. 165 kW Anzeige, 164 kW Anzeige. Ja, immerhin jetzt hier nicht so eine große Abweichung mehr. 159, 58. Ja,
160 fast bei mir hier im Auto. Ja, ist eigentlich fast identisch hier. Also jetzt stimmt das auch besser. Irgendwie die andere Säule hat doch ein Problem gehabt. Bleibt auch hier die ganze Station, weil in Grübingen sah mir das alles viel, viel besser aus. Ja, und 400 Ampere, die kriege ich am HPC-Lader von EnBW auch. Das ist jetzt nicht super toll hier bei Ionity. Das kommt dann nämlich nur noch auf 150 kW so bei 40% State of Charge. Aber ihr seht, wir sind hier tatsächlich im Minutenbereich, was wir hier so laden. Das ist wirklich wie Tankstelle jetzt dann schon. Seid mal gespannt, wenn ich umschalte dann, wie viele Kilometer wir gewonnen haben. Am Supercharger bekommen wir im Moment 118, also maximal 120 kW. Das heißt, hier mit den 150, die wir jetzt kriegen, sind wir immer noch viel besser als am Supercharger. Es lohnt sich also noch ein bisschen zu laden. Wenn wir hier unter die 120 kommen, bringt es normalerweise nichts mehr. Da ist dann die Geschwindigkeit sozusagen ausgeglichen und die Kurven treffen sich. Da kann dann Ionity und hier die unsere ja, Pseudo 200 kW Freischaltung, dann bringt die nichts mehr. Vermutlich hinter der 200 kW Freischaltung steckt auch, dass man 500 Ampere jetzt eigentlich kann. Das ist eigentlich das, was Tesla freigeschaltet hat für die Autos. Wir beobachten das hier, denke nämlich bei jetzt hier in dem Bereich knapp über 40%, 43%, 44%, werden wir gleich noch einen Einbruch kriegen. Hier drüben ist die Anzeige etwas besser, weil wir da die Ampere auch sehen. 370 Ampere jetzt gerade und ja, hält sich noch 45%. Jetzt läuft es langsam runter. Noch keine großartige Auswirkung, wie gesagt, aber es läuft jetzt langsam hier runter. Ihr seht auch, wir kommen jetzt hier drüben natürlich gegen unsere Zellspannung dann auch wieder etwas höher und das die Summe von beiden, nein, Spannung mal Strom, hier unten dann unsere Leistung ergibt, gleicht sich also so ein bisschen aus, aber ich denke, er nimmt gleich den Ladestrom runter, obwohl er jetzt hier gerade ganz gut noch mithält. Ah, jetzt kommen wir in den Bereich, das Auto hört dann eh bei 50% hier auf, wo sich es nicht mehr lohnt, wo wir da unten dann doch eine, sagen wir mal, normale Ladeleistung bekommen, die wir auch woanders bekommen. Und das war ja auch projektiert, dass wir 10 Minuten hier stehen und davon gehe ich auch mal aus, dass er so im Bereich von 10 Minuten Standzeit hatte. Und deshalb brechen wir auch jetzt hier tatsächlich bei 50% dann ab. Er sagt noch 5 Minuten, aber das liegt daran, dass er unterhalb von 5 Minuten nichts anzeigt. 50%. So, und Laden beendet. Okay, wir stecken hier mal aus. Dankeschön, ein Ionity. Aber ich musste ja bezahlen. Einmal New Motion, zweimal Maingau. Bin gespannt, was er abrechnet. Jetzt ist natürlich genau das passiert, was ich gerade vermutet habe. Hier mit dem New Motion hat er jetzt pauschal abgerechnet. Hat mir zwar da oben gesagt, irgendwas ging schief mit der erneut versuchen. Aber den teuer Sprit jetzt hier für 5 Minuten, 3 Minuten, ist natürlich fatal. Hier im Detail sehen wir es auch nochmal. Wir haben 8,3 Kilowattstunden bekommen in 3 Minuten für sage und schreibe 6,39 Euro. Und ich weiß nicht, da kommen noch Mehrwertsteuer nachher dazu. Das sind nämlich irgendwelche 7,50 Euro pauschal. Das ist auch das, was das Tool ja eigentlich gedacht hat. Und jetzt musste ich ja noch zweimal bei Maingau laden. Hier sind zusätzlich meine zwei anderen Ladevorgänge von Maingau. Einmal nämlich an der einen Säule habe ich noch irgendwie hier 4 Minuten geladen. Das hat mich 1,63 Euro gekostet, immerhin bei 8,14 Kilowattstunden. Und dann hier oben der Rest 7 Minuten mit 3,15 Euro, ja, und 15,74 Kilowattstunden bekommen. Der Preis ist da natürlich jetzt in Ordnung. Allerdings, das bringt natürlich nichts. 7 plus 4 sind schon 11, plus die 3 sind 14 Minuten, stand ich jetzt effektiv da, um auf von 10% auf 50% zu laden. Na, okay, das ist also mal die Bilanz gerade hier. Und wir schauen, was er bei 50% State of Charge jetzt eigentlich hat. Ja, 248, sagen wir mal 250 Kilometer, minus unsere 50, die wir schon drin hatten, sind 200 Kilometer, die wir jetzt in 10 Minuten nachgeladen haben. Also das ist doch ein ganz guter Wert. Wenn jetzt in 200 Kilometer Entfernung die nächste Ladestation ist, wäre das doch eine Strategie für einen E-Cannonball. Und soweit mal hier noch ein Ladetest mit dem neuen 200 kW Update von Tesla Model 3 an einem Ionity Lader heute Morgen. Mal kurz 10 Minuten geladen für euch und 200 Kilometer dazu bekommen. Das ist wie tanken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.